Ein herzliches Guten Morgen. Jetzt wird erstmal für 100 Euro Frühstück gekauft. Ihr kennt's, Flughafen-Vibes. Also Leute, mittlerweile entspannt im Hotel angekommen. Barcelona, Spain. So, wir packen es jetzt mal Richtung Strand. Also Busfahrt war schon lahm, gell? Bro, zeig mal deine Tats. Who's that? Hier habe ich einmal von Angels of Death, die Hauptperson. Okay. Mit ihrer Glossy. Hier habe ich einmal Überläufer, Yu-Gi-Oh! G's Wissen, verboten Zauberkarte. Aber hier einmal auch Yu-Gi-Oh! Digga, ägyptische Auge. Sharingan, dazu muss man nichts sagen, Digga. Naruto, goated. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen weep, aber ja. Hier, das ist das wichtigste Tattoo, Digga, das CCC, Crispy Clean Crip. Spinne, Hunter, Hunter. Die 7, meine Basketballnummer von damals. Hier haben wir noch den Bre, auch von Tokyo Ghoul, Digga. Das bin ein bisschen Anime-inspirated so, aber... Yo, Leute, da sind wir wieder frisch im Hotel angekommen. Digga, er hat einfach gecheckt, wie die GoPro angeht. Der Keg macht sich gerade fertig. Hey, Slick Outfit-Check, komm. Sag mal schnell durch. Bape-Hoodie, Digga. Hier einfach weißes T-Shirt. Irgendeine Baggy Jeans, die ich mal in Berlin in so einem Store gekauft habe. Vapestars, Digga. Und hier meine Grills, aber nur unten heute. Okay. So Leute, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, haben jetzt Bock was abends zu essen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Double up. So, jetzt schön was gefrühstückt und jetzt walken wir hier so ein bisschen rum, checken gleich mal den ersten Store ab und schauen wir mal, was geht. So, jetzt brauchen wir kurz mal was zum Erfrischen. So, hier drauf. Nein, Mann, ich habe extra für die Szene mir Pepsi Max gekauft, Digga. Alles nur Show, Digga. Rotwein. So, New Cop, die haben richtig crazy Stock, also die hatten Otto Linger, Random Identities, alte Kiko Kostadinov Sachen. So, jetzt waren wir gerade im zweiten Store, ich hoffe man hört mich. Auswahl war wieder crazy, war sogar eigentlich noch besser. Also der hatte dann noch mehr Kiko Sachen da, MA Cross, Guidi, Rick Owens, dann auch ein paar so Studenten von der Central St. Martins. Und der meinte halt auch, dass es übelst schwer ist, überhaupt die Sachen zu beziehen. Vor allem so, ich denke mir voll oft so, was sind die nicesten Stores, in denen ich war. Ich war ja jetzt auch schon in einigen Städten und schaue da eigentlich immer, dass ich so alles mitnehme irgendwie und alles sehe. Aber es hat zwar jeder so irgendwie einen eigenen Vibe, aber das war jetzt schon nochmal was ganz anderes. Und vom Sortiment her, war es vielleicht sogar das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Also Leute, wir haben beschlossen, wir machen jetzt auch mal so einen TikTok-Style-Check. Du musst jetzt sagen, das heißt doch Fit-Check. So. Ja Mann, der kann seinen Text schon wieder nicht. Let's
musst nicht mehr zum Arzt. So wie keiner da war. Okay. Also guten Morgen, Tag 3 hier in Barcelona. Wir haben uns schon ready gemacht. Guidi Bag ist gepackt und jetzt hauen wir uns raus, Frühstück und dann Barcelona Pavillon. Musst du eigentlich zu den Bitches noch irgendwas sagen mit diesen Fuckboy-Haaren oder geht das von allein? Die kommen zu mir. Sieht schon wieder zu crazy aus. Avocado. Oh, this one. So Leute, wir sind jetzt wieder im Hotel, wir waren gerade noch bei Doshaburi, das zweite Mal heute. Ich habe ja gestern da diesen Nina Muna Blazer gesehen, habe so ein bisschen drüber nachgedacht, aber fand den gestern eigentlich mies krass so. Und heute bin ich nochmal hin und dann irgendwie dachte ich mir so, müssen jetzt mal ein bisschen chillen. Barcelona am Flughafen, gerade beim Boarding. Leute, mach ein Auge, weil ich hier am Vloggen bin. Aber ist egal, Leute. Ich weiß nicht, ob wir uns dann noch sehen. Aber ja, gib it one hundred.